Unter den Linden. Der Phoenix-Talk aus dem Herzen der Hauptstadt. Mit Michaela Kolster. Glaubt man den Worten des selbsternannten Bürgermeisters und Separatistenführers Ponomajow, befinden wir uns in der Ukraine derzeit im Kriegszustand. Denn die von ihm festgehaltenen OSZE-Militärbeobachter bezeichnet er selbst als Kriegsgefangene. Effektreich führt er seine menschliche Beute der Weltöffentlichkeit vor. Der Westen ist irritiert und reagiert empört. Steinmeier bezeichnet dieses als abstoßend und fordert Russland auf, den Milizen Einhalt zu bieten. Doch Putin denkt gar nicht dran und lässt die Separatisten gewähren. Ist die Geiselnahme das Werk der Milizen? Und wie viel Russland steckt dahinter? Welchen Zweck hatte die OSZE-Mission? Und sind Spionagevorwürfe vielleicht sogar gerechtfertigt? Hat die Geiselnahme die Qualität, eine Spirale der Gewalt in Gang zu setzen? Und was kann Diplomatie überhaupt noch erreichen? Mit diesen Fragen begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Unter den Linden. Ich begrüße als Gäste zum einen Karl-Georg Wellmann, Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag und Berichterstatter für Osteuropa im Auswärtigen Ausschuss, in letzter Zeit oft in der Ukraine gewesen, und Hans-Christian Ströbele von Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Bundestages ebenfalls. Herr Wellmann, Sie waren, wie gerade gesagt, in den letzten Wochen öfter in der Ukraine. Sie haben sich vor Ort dann ein Bild machen können. Wenn man sich die festgenommenen OSZE-Militärbeobachter vor Augen führt, ist die staatliche Ordnung in der Ukraine überhaupt noch gewährleistet? Ist die überhaupt noch da? Also zumindest in der Ostukraine ist es schwierig, weil Russland alles tut, um die Lage zu destabilisieren. Es sind nach unseren Erkenntnissen russische Spezialkräfte längst in der Ostukraine. Das sind diese grünen Männchen, die mit Masken bekleidet sind und Kalaschnikows bestens und professionell organisiert vor irgendwelchen Gebäuden, Ministerien, Rathäusern auftauchen. Und da ist es schwierig für die Kiewer Übergangsregierung, sich durchzusetzen. Herr Ströbele, würden Sie auch sagen, die Ostukraine von Russland durchdrungen? Also da ist ein Spiel mit dem Feuer im Gange. Das ist ohne Zweifel so. Und das besteht offenbar jeden Tag das Risiko, dass das da eskaliert in einem Maße, der nicht mehr beherrschbar ist. Die Behauptung, dass das alles von den Russen inszeniert worden ist und angeleitet worden ist, ist bisher nicht belegt. Ich kenne keine Belege, außer ein paar Fotos der USA von irgendwelchen Gesichtern, zu denen sie aber auch nichts Näheres sagen können. Mit solchen Behauptungen sollte man zurückhaltend sein. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, auch nach der Festnahme dieser Beobachterdelegation, gehört, dass auch die Russen aufgefordert haben, die Leute zu entlassen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber dass nun Putin das alles inszeniert, organisiert oder inszenieren lässt, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Aber wir müssen tatsächlich Schlussfolgerungen ziehen und müssen die Russen mit einbeziehen. Nicht nur, indem wir ihnen dauernd drohen, noch schlimmere Sanktionen und noch einen Hammer raus und noch einen Knüppel raus, sondern und auffordern, die sollen die jetzt freilassen oder dafür sorgen, sondern man sollte versuchen, mit Russen zusammen dahin zu gehen und zu sagen, also hört mal weg, die müsst ihr entlassen. Die müssen sofort freigelassen werden und solche Theater, wie das gestern gewesen ist, die dürfen nicht sein. Das kann man doch, indem man sich nicht nur gegenseitig beschimpft und bedroht in der Diplomatie, Gott sei Dank bisher nur in der Diplomatie, sondern indem man die Leute beim Wort nimmt und sagt, okay, dann gehen wir mit einer gemeinsamen Delegation dahin und holen die raus. Und dann wird man ja sehen, was machen die Russen dann? Sagen die, nee, nee, die sollen da bleiben? Oder sagen die, bitte holt die da raus? Weil eins ist in solchen Situationen, glaube ich, immer wieder deutlich geworden, dass selbst die, die vielleicht ursprünglich ein Interesse daran haben, da zu zündeln, dass die sehr bald die Situation auch nicht mehr in der Hand haben. Ich sehe das übrigens auch in der Westukraine zum Teil so. Herr Wellmann, Sie sagten gerade, hörten gerade, eine Delegation soll einfach reingehen und die Leute wieder rausholen. Ist das so einfach? Kann man das machen? Das ist ein bisschen naiv. Nach unseren Erkenntnissen ist es so, ein Anruf aus Moskau von der richtigen Stelle genügt und die sind in einer halben Stunde frei. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Das ist doch Fantasie von Ihnen. Nein, nein, das sind Erkenntnisse, die wir haben. Wir? Ja.
Das mag ja sein, dass Sie keine Erkenntnisse haben. Den Eindruck hat man schon. Aber mir liegen diese Informationen vor. Es geht ja um was ganz anderes. Es geht ja nicht um die drei Leute. Es geht darum, OSZE-Informationen, Missionen unmöglich zu machen. Wir haben ja mehrere. Wir haben diese nach dem Wiener Protokoll, die Transparenz herstellen sollen und militärische Bewegungen beobachten sollen. Ganz wichtig, die sind eingeladen. 57 Länder gehören der OSZE an, darunter Russland. Die haben sich auch verpflichtet, diese Leute reinzulassen und zu schützen. Wir haben die Genfer Beobachter, die OSZE-Beobachter. Und am 25. Mai, wenn die Wahlen sind, werden wir OSZE-Wahlbeobachter haben. Und die will man nicht im Lande haben. Die Message ist jetzt, OSZE-Wahlbeobachter sind nicht sicher. Die drohen, gefangen genommen zu werden. Ich bin auch Wahlbeobachter. Ich werde auch in der Ukraine sein. Aber ich werde nicht in die Ostukraine fahren, weil ich keine Lust habe, da von irgendwelchen Pistoleros gefangen genommen zu werden. Und das ist ja die Message, die jetzt kommen soll. Kommt nicht, stellt nicht Transparenz her, weil die Beobachter sind nicht sicher. Es geht da gar nicht um diesen Bürgermeister und um die drei oder vier, die sie da gefangen haben. Das ist in der Tat ein Skandal. Das ist politische Steinzeit, was die uns vorführen. Und die Russen tun nichts, außer zu dealen. Die sagen, also wir können uns ja einsetzen, dass die freigelassen werden, aber dann müssen auch Separatisten freigelassen werden, die von der Kiewer Zentralregierung festgesetzt wurden. Herr Strömel, eine Drohung an die OSZE, ist das richtig? Das sind zunächst erstmal die Behauptungen von Ihnen, weil diese Forderungen, dass die Kriegsgefangene sind und ausgetauscht werden, und die kommen offenbar von denen, die sie gefangen halten. Das ist Kriegsgefangene, da ist ja kein Krieg. Aber ich will die ja gar nicht verteidigen. Ich sage nur, man muss bei den Fakten bleiben. Das kommt von denen. Und jetzt muss man feststellen, dass diese Delegation, die da festgenommen ist, also ich will das überhaupt nicht rechtfertigen, ist schlimm und muss sofort beendet werden. Aber die waren auf einer etwas eigenartigen Mission. Die waren nämlich nicht bei der OSZE normalen Mission, die von 57 Staaten beschlossen worden ist, sondern die sind allein auf Initiative der Bundeswehr. Nein, falsch. Auf Anleitung der Bundeswehr. Nein. Soll ich Ihnen vorlesen? Ich habe die Zitate von einem der Beteiligten, Bundeswehrsoldaten. Der hat gesagt, wir sind dahin geschickt worden, natürlich im Konsens mit der derzeitigen ukrainischen Regierung. Wir sollen dort beobachten und uns informieren über die Schlagkraft der ukrainischen Armee. Das heißt, es ist ein Auftrag. Nein, das ist falsch, Herr Strömel. Das kann man ja. Falsche Informationen, die Sie haben. Ich erkläre es Ihnen gerne, was es ist. Ja. Ist eine OSZE-Mission nach dem sogenannten Wiener Protokoll. Das weiß ich. Die steht auch nicht unter deutscher, sondern unter dänischer Führung in diesem Fall. Da waren Schweden, Dänen, Deutsche und ich glaube auch Polen dabei. Ja. Und die fahren rum, um militärische Truppenbewegungen zu registrieren. Die gibt es ja von den Separatisten nicht. Ja. Die waren auch in Russland auf der anderen Seite. Ja, aber was machen Sie ausgerechnet da, wenn es die da gar nicht gibt, zusammen mit Steinmeier haben wir die getroffen vor drei Wochen, als wir da waren, haben mit denen gesprochen. Die haben uns genau erklärt, was sie unter internationaler Aufsicht tun. Es sind OSZE-Beobachter, die offiziell entsandt worden sind. Ja, aber warum muss man die in dieser Situation gerade dort... Das erkläre ich Ihnen gerne, weil wir ständig den Verdacht haben, dass russische Truppen, paramilitärische Sondereinheiten, die berühmten Spetsnaz-Einheiten, also des militärischen Geheimdienstes, die ganz schweren Jungs, die da rumlaufen, das sind die mit den Masken und den Kalaschnikows, haben wir in der Krim schon gesehen, hat Putin ja zugegeben öffentlich letzte Woche. Er hat ja gesagt, unsere Soldaten waren auf der Krim und jetzt sind sie von der Krim eben in der Ostukraine. Und ich möchte, das war ja die Idee dieser OSZE-Beobachtermissionen, unbewaffnete Leute, dass die Transparenz herstellen und uns, der Öffentlichkeit, den Medien, ein unabhängiges Bild vermitteln, was weder von der ukrainischen Zentralregierung noch von den Separatisten noch von den Russen kommt, sondern von neutralen Unbeteiligten. Das ist der Sinn der Sache. Aber die Soldaten haben selber gesagt, ihr Auftrag sei, die ukrainische Armee zu beobachten, die ihre Schlagkraft, ihre Einsatzfähigkeit zu prüfen. Da ist überhaupt keine ukrainische Armee, soweit ich weiß, außer denen, die versuchen jetzt da die Städte zu räumen. Das heißt, wen haben die da eigentlich beobachtet? Jedenfalls hätte die Bundeswehr und die den Auftrag gegeben haben, in dieser Situation darauf vertrauen müssen, dass das die offizielle, die dafür von den 57 Staaten eingerichtete Mission macht, dass die dort kontrollieren, gucken und sehen, wer an was schuld ist und dass die Lage aufklären, aber jetzt nicht plötzlich eine Truppe daneben dahin schicken, die gar nicht da dazugehört und gar nichts mit denen zu tun hat. Slawiansk ist wenige Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Ja. Diese Beobachter sind da reisen ständig nach Russland ein über die Grenzübergänge, die es dort zahlreich gibt.
um zu kontrollieren, welche Truppenbewegungen es auf russischer Seite gibt. Ob da irgendetwas besorgniserregend ist. Die sind ja zu Russland eingereist. Die wollten nach Russland einreisen. Also. Das ist ihr Job. Ja. Deshalb dieses Wiener Protokoll. Da müssen Sie den Russen Bescheid sagen, wenn Sie da einreisen wollen. Das sind jetzt keine Verschwörungstheorien, dass das irgendwelche Spione... Da nein, kriechen Sie doch der russischen Propaganda sage, auf den Leim, Herr Fröbel. Es ist mindestens ungeschickt. Und die Militärs von der Bundeswehr, die das angeordnet haben, die auf den Weg geschickt haben, haben nicht alle Tassen im Schrank in dieser Situation. Die sind nicht von der Bundeswehr entsandt, die sind von der OSZE entsandt und haben von dort ihre... Berichten an die OSZE, haben von dort ihre Order. Und das ist auch keine deutsche, sondern eine dänische Mission. Nee. Und da müssen wir gar nicht Herr Kollege, der russischen Propaganda auf den Leim, dass da irgendwas Sinistres ist und dass die spioniert haben. Dazu brauchen das Sie nicht. Das weiß ich nicht. Ich würde sowas nie behaupten. Sie sind mit sowas und werden sehr vorschnell und sagen, gesagt, Sie haben Informationen. Das ist eine komische Sache und undurchsichtig. Nee, da hätte man hin, wenn man deeskalieren will und möglichst keinen Anlass geben will, dass es da zu Auseinandersetzungen kommt, dass dort zur Eskalation kommt, dann sollte man da sehr zurückhalten. Aber wir brauchen doch OSZE. Aber wenn wir jetzt diese Situation beobachten, was kann man denn jetzt tun? Der selbsternannte Separatistenführer und Bürgermeister sagt, er ließe sie auf keinen Fall frei. Es sei denn, es würden auf der anderen Seite auch Leute freigegeben. Was kann man tun? Ja, man muss reden mit denen. Was wollen sie dann? Militärkommando hinschicken oder irgendwie Hubschrauber einfliegen oder bombardieren oder was. Also man muss natürlich jetzt mit denen reden und natürlich mit denen, die gefangen halten, nicht irgendwie in der Weltgemeinschaft, die können sich da auch mit einmischen, aber vor allem mit denen, die sie festhalten, muss sagen, hört mal, das geht nicht und aus den Gründen, das ist eine Verletzung, wenn die ernst genommen werden, ich kenne die ja nicht, ich weiß nicht, auf welche Argumente die hören und wie gesagt, wenn sie sagen, die Russen haben da Einfluss, dann sollte man 2-3 Russen da mitnehmen. Diplomaten oder Militärs, was auch immer, eine gemeinsame Delegation. Wie groß sind denn die Chancen, dass Sie in nächster Zeit freikommen, Ihrer Meinung nach? Bis zum Ende Mai nicht, weil am 25. Mai sind die Wahlen. Und die Botschaft soll ja sein, wie ich vorhin sagte, OSZE-Missionen unmöglich zu machen. Keine OSZE-Wahlbeobachter, keine Genfer Mission. Also die Leute, die da von der OSZE hingeschickt sind. Die sind doch da mit über 100 Leuten. Ja, akzeptiert. Herr Kollege, Sie sind doch Profi. Jetzt müssen Sie doch keine Geschichten hier erzählen. Die Botschaft an diese Beobachter, das sind alles Familienväter oder Frauen, die Familie haben, ist doch, ihr seid hier nicht sicher. Das ist mit dieser Geiselnahme beabsichtigt. Sie schütteln den Kopf. Möchten Sie als... Woher wissen Sie das? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir benennen Sie als OSZE-Wahlbeobachter für den 25. Und Sie gehen nach Slawiansk und nach Donetsk und so weiter. Ja, sehen Sie mal an. Das ich genauso, kann kein Russisch und kein Ukrainisch. Kriegen Dolmetscher, kein Problem. Sie kriegen einen Dolmetscher, so mache ich es ja auch. Ich fahre dahin mit Dolmetscher. Also ist gemacht, entweder von der OSZE oder vom Europa, benennen wir Sie. Dann kommen Sie noch mal ganz groß raus, kommen auch ans Fernsehen, werden von diesem Oberhäuptling da vor dem Fernsehen präsentiert. Kann ich nur sagen, gut, viel Spaß. Glaube, das ist die Botschaft. Ja, das ist die Botschaft, das hatten wir Sie schon gesagt. Sie treiben sich darum und versuchen jetzt zu polemisieren. Also lassen wir das mal. Schauen wir mal auf die Wahlen am 25. Wenn man sich die Wahlen anguckt, Putin hat schon gesagt, egal was bei den Wahlen rauskommt, auch die neue Regierung würde er nicht akzeptieren. Machen die Wahlen da überhaupt noch einen Sinn? Die Wahlen machen Sinn. Die Frage ist, ob man außer der Wahl des Parlaments oder des Präsidenten und des Parlaments, das ist ja wohl auch noch nicht ganz geklärt, muss man auch überlegen, ob man zum Beispiel über einen Verfassungsentwurf, der auch dem Rechnung trägt, was selbst ja die ukrainische Regierung sagt, dass man dem Osten mehr Autonomie geben soll, darüber ein Angebot ist, auch an die Bevölkerung, und zwar an die Bevölkerung in der ganzen Ukraine natürlich. Aber die sollen natürlich darüber möglichst abstimmen. Also wenn die schon zum Wahlurn gehen, und das ist sicher eine schwierige Organisation, das einigermaßen fair hinzukriegen, dann sollte das auch, was übrigens die im Osten jetzt zum Teil ja fordern, das ist ja auch keine heterogene Truppe dort, sondern die einen sagen, wir wollen zu Russland, die anderen sagen, um Himmels Willen, nein, wir wollen was Eigenes machen, und die Dritten sagen, wir wollen autonomen Status innerhalb der Ukraine. Also auch da muss man ja erstmal differenzieren und sehen, vielleicht gibt es dann auch mehrere Vorschläge zur Abstimmung. Wie bedeutungsvoll sind die Wahlen am 25.? Sehr, weil der jetzige Präsident ist ein Übergangspräsident. Es finden ja jetzt nur Präsidentenwahlen statt am 25. Und der muss demokratisch legitimiert werden. Ein Präsident muss vom Volk gewählt werden. Und irgendwann in diesem Jahr muss auch natürlich das Parlament gewählt werden. Weil auch das ist ein Übergangsparlament. Das ist für die demokratische Legitimation der
staatlichen Organe der Ukraine ganz entscheidend wichtig. Und wir wissen, wenn demokratische Wahlen abgehalten werden, die von der OSZE überwacht werden, es sind schon jetzt Langzeitwahlbeobachter dort, die gucken, ob die ganzen Vorbereitungen rechtmäßig verlaufen. Dann muss man den Ukrainern noch die Möglichkeit geben, solche demokratischen Wahlen abzuhalten und können nicht auf die Drohung eines ausländischen Staatschefs sagen, oh Gott, vielleicht werden die gestört, dann lassen wir das lieber. Da muss alles getan werden, damit solche Wahlen stattfinden können. Gestört ist das eine. Richtig, zumal die Regierung, die jetzige Regierung in Kiew, ja in ihrer Legitimation äußerst fraglich ist. Die ist von einem Parlament gewählt worden, was unter dem Einfluss des Maidan, also der aktiven Leute dort, die auch mit Maschinenpistolen rumliefen, wie jetzt im Osten auch viele, dann im Parlament waren und hat die Regierung, einschließlich der Leute, die der Janukowitsch-Partei angehören, die dann alle die Hand gehoben und die gewählt, diese Regierung. Aber in dieser Regierung ist der Osten überhaupt nicht vertreten. Und man darf ja nicht vergessen, dass die letzten Wahlen, die normalen Wahlen, die stattgefunden haben, wo Janukowitsch gewählt worden ist, eine Mehrheit im ganzen Land, nicht nur im Osten, dafür gegeben hat, eben Janukowitsch zu wählen. Und diese, jedenfalls insgesamt, die Mehrheit der Stimmen in der Ukraine war für den. Und der war bekanntermaßen, so hat er ja auch kandidiert, einer, der besonders Moskau russennah gewesen ist. Und das muss man doch zur Kenntnis nehmen. Und kann nicht jetzt einen großen Teil dieser Bevölkerung, dieser Übergangsregierung völlig rauslassen. Die haben keine Vertretung da. Und wenn sie sich als Abgeordneter jetzt noch in Kiew outen, dann müssen sie um ihre Gesundheit fürchten. Das gibt ja mehrere Beispiele, wo der Leute. Waren Sie denn da zuletzt, Herr Schröder? Ich war überhaupt noch nicht da. Na sehen Sie, reden Sie wieder Blinde von der Farbe. Ja, ist da keiner angegriffen worden? Kommen Sie Montag mit? Ist da keiner angegriffen worden? Doch, auf dem Maidan haben sich auch Szenen abgespielt, die sehr unschön waren. Genau. Und Sie haben recht, es ist ein Fehler, andere Strömungen nicht einzubinden. Die wollten aber im Moment nicht eingebunden sein. Genau wie Klitschko gesagt hat, ich gehe nicht in diese Regierung, haben andere das auch gesagt. Aber da muss man sich immer noch nicht verprügeln. Also, ja, ich meine, wir müssen wirklich keine russische Propaganda machen. Solche Situationen. Ja, wenn es gewesen ist, muss man das auch benennen. Man darf da nicht einfach drüber wegsehen. Nein, macht ja keiner. Und sagen, da ist nur gut und da ist nur böse. Macht ja keiner. Solche revolutionären Geschichten haben immer sehr unschöne Nebenwirkungen. Das stimmt. Und Sie haben recht, Janukowitsch ist demokratisch gewählt worden. Aber wir wollen ja nicht allen Ernstes sagen, dieser Herr soll wieder eingeführt werden als Präsident. Der kandidiert, glaube ich, auch gar nicht. Nee, ich sage nur, theoretisch könnten Sie ja sagen, das ist der gewählte Präsident, der muss wieder installiert werden, wenn man Ihre Argumentation zu Ende denkt. Ich erkenne das an, ich bin der Letzte, der revolutionäre Prozesse leugnet. Also wenn es einen revolutionären Prozess gegeben hat, den hat es gegeben, dann ist in revolutionärer Weise, nicht in demokratischer Weise mit Wahlen und mit demokratischer Legitimation eine Regierung dort an der Macht. Ja. Aber als Demokraten in Europa wollen wir, dass das so nicht ist. Und deshalb muss man sehr zurückhalten und vorsichtig sein, weil diese Regierung repräsentiert nur einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung. Und deshalb möglichst schnell Neuwahlen. Das sind wir uns ja einig. Um nochmal auf die Wahlen zurückzukommen, Herr Ströbel hat es eben angedeutet, es ist die Frage, inwiefern man vielleicht im Osten da auch mehr Autonomie gibt. Wäre ein Referendum, wie Turchinov es ja angedeutet hat vor 2 Wochen, wäre das sinnvoll? Und wie könnte sowas aussehen? Wir brauchen eine neue Verfassung und wir brauchen föderative Elemente in dieser Verfassung. Die Ukraine ist sehr heterogen, der Osten ist ganz anders als der Westen oder als der Süden, soziologisch, historisch. Dieses Land ruft nach einer föderalen Lösung, ähnlich wie wir das in der Bundesrepublik ja auch haben. Wir haben Länderparlamente, Landesregierungen und Länderparlamente, die über eigene Sachen entscheiden, über Schulfragen, über soziale Fragen, über Kulturdinge, Bildungsfragen. Und natürlich kann in der Region entschieden werden, welche Sprache in der Schule oder auf dem Rathaus gesprochen wird, ob das Russisch oder Ukrainisch ist. Das Problem in der Ukraine ist, dass oder die Russen... Bayerisch. Oder Bayerisch, genau. Ja, das wird weniger gesprochen in der Ukraine, kann ich Ihnen versichern. Was das Problem ist, dass die Russen unter Föderalisierung etwas ganz anderes verstehen. Die verstehen darunter Föderation und sagen, die Regionen sollen unabhängig werden, sollen eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik betreiben, eine eigene Wirtschaftspolitik. Damit hätten wir Entitäten, die von Russland abhängig sind, ähnlich wie in Georgien, Südossetien und Abchasien. Und das will die ukrainische Regierung nicht. Aber Turchinov hat gesagt, der Präsident, wir sind bereit, über eine Föderalisierung nachzudenken. Und interessanterweise kommen sie und sagen, nach deutschem Vorbild könnt ihr uns Experten schicken, die uns erklären, wie das geht bei euch.
weil wir probieren das seit 60 Jahren sehr erfolgreich in der Bundesrepublik, mit holpert da und dort ein bisschen, aber es geht sehr gut und wir sind gern bereit, dort als Vorbild zu dienen. Föderalismus nach deutschem Vorbild, kann man sich das vorstellen für die Ukraine und kann man sich das auch als etwas vorstellen, was Putin letztendlich anerkennen würde? Ich weiß nicht, ob Putin das alles entscheidet. Also ist Putin der dort in den Städten jetzt die Macht hat und alles regelt? Aber würden Sie sagen, Putin ist ohne Einfluss auf der Ukraine? Nein, natürlich ist er hat einen großen Einfluss. Die Russen insgesamt, aus vielerlei Gründen, weil viele Leute daherkommen, Verwandte da haben, ist ja klar. Das ist ja auch in anderen Gegenden der Welt so. Aber es hängt nicht an Putin, sondern man muss auch mit den Leuten reden, die jetzt auf die Straße gehen, die dort ein Rathaus besetzen oder eine Geheimdienstzentrale. Wenn das auf der anderen Seite der Ukraine gewesen ist, dass man eine Geheimdienstzentrale besetzt, da haben alle gejubelt, endlich der böse Geheimdienst. Und wenn man das im Osten macht, ist das schon mindestens anrüchig oder ein Verbrechen. Also man muss da mal ein bisschen, natürlich sehe ich auch Unterschiede zu dem, was auf dem Maidan passiert ist und was jetzt im Osten passiert ist. Maidan war offenbar sehr viel größere Beteiligung der Masse der Bevölkerung. Aber trotzdem kann man nicht darüber hinwegsehen, dass dort die Leute auch sagen, wir wollen jetzt unsere Interessen in die Hand nehmen. Wir fühlen uns von der Kiewer Regierung völlig im Stich gelassen. Da sind ja viele, die gar nicht zu Russland wollen, aber mit Kiew nun überhaupt nichts zu tun haben wollen. Das muss man alle berücksichtigen. Man muss die einbeziehen, man muss mit denen reden. Und soweit ich höre, gibt es da eben, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, durchaus konkrete Vorstellungen, auch über was man vielleicht Ende Mai oder wann auch immer abstimmen könnte, nämlich wie das gestaltet wird. Und da ist vielleicht das ein Vorschlag, genauso wie es auch ein Vorschlag der Österreicher war, wie man mit der Gesamtukraine umgeht, ob man nicht auch da festlegt, wie das ja bei Österreich lange Zeit auch vertraglich festgelegt war, dass die neutral bleiben in Zukunft, dass sie zwar Wirtschaftsbeziehungen mit wem auch immer haben können und enge Wirtschaftsbeziehungen, Wirtschaftsverflechtungen, aber dass sie beispielsweise nicht in die NATO kommen. Das würde, glaube ich, in Russland bei vielen, ob bei Putin, weiß ich nicht, aber bei vielen auch zur Beruhigung beitragen. Könnte das sogar vielleicht eine Lösung sein, eine Neutralität der Ukraine? Ich glaube, das ist kaum noch streitig. Das sagen selbst ukrainische verantwortliche Politiker, dass darüber geredet werden kann. Also Blockfreiheit. Das heißt kein Beitritt zur NATO? Kein Beitritt zur NATO. Auch kein Beitritt zu einem Verteidigungsbündnis mit Russland zusammen. Da hat die europäische Außenpolitik, die europäische Ukraine-Politik auch sehr viele Fehler gemacht, dass wir sie vor die Wahl des Entweder-Oder gestellt haben. Entweder zum Westen oder zu Russland. Und das war ein großer Fehler. Aber seit Ende November sprechen wir mit den Russen sehr hochrangig und sagen, lasst uns einen politischen Prozess darüber führen, einen Diskussionsprozess führen, wie das künftige Schicksal der Ukraine ist. Und ukrainische Politiker, Verantwortliche sagen mir und haben Steinmeier gesagt, wir können über alles reden, nur über zwei Dinge nicht. Erstens über unsere territoriale Unversehrtheit und über unsere Westorientierung. Über alles andere, Föderalisierung, Minderheitenrechte, Sprachenfragen, Bündnisfragen. Selbst, hat die Bundeskanzlerin gesagt, selbst über die Frage, welchem Wirtschaftsbündnis sie zugehören, der Zollunion mit Russland oder Assoziierung mit der EU, müssen Mischformen gefunden werden. Wir dürfen diese Staaten, gilt ja auch noch für andere, nicht vor das Entweder-Oder, vor die Alternative stellen. Entweder ihr macht bei denen mit oder bei uns. Und wenn ihr bei denen mitmacht, dürft ihr bei uns nicht mehr mitmachen. Denselben Fehler haben die Russen gemacht. Die russische Ukraine-Politik ist ja auch grandios gescheitert, was die auch zugeben in Vier-Augen-Gesprächen. Deshalb ist ja dieser Irrsinn, wie Steinmeier sagt, spielt sich da jetzt ab. Deshalb haben sie sich mit Gewalt die Krim geholt, weil ihre Politik gescheitert ist. Naja, aber war es nicht auch ein Fehler der EU letztendlich? Habe ich ja gesagt. Die EU-Ostpolitik, die EU-Ukraine-Politik ist grandios gescheitert. Es war eine törichte Äußerung von Herrn Barroso Ende November in Vilnius, zu sagen, das ist ein rein bilateraler Prozess zwischen der Ukraine und der Europäischen Union, ob die Assoziierung bekommen oder nicht. Und Russland habe da überhaupt nichts zu sagen. Das ist eine absolut törichte Äußerung. Weil wenn ich in Osteuropa die Verhältnisse und die Strukturen derart grundlegend ändere, dann kann ich das ist ja wohl die Lehre aus der Geschichte 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkrieges, dann kann ich das nicht ohne oder gar gegen die Interessen im Konflikt mit einem der großen Spieler im Osten machen. Da hätten wir Russland einbeziehen müssen und das ist überhaupt nicht oder wenn überhaupt viel zu spät getan worden. Das ist ja nicht der einzige Fehler. Sie sprechen völlig zu Recht an die Frage der Souveränität, der territorialen Integrität eines Landes. Aber wissen Sie, ich stelle mir vor, wenn Herr Obama oder auch die Kanzlerin
zu Herrn Putin kommen und sagen, ihr dürft doch nicht in ein fremdes Land einfach eingreifen, ja, euch da einmischen. Ihr müsst doch die territoriale Integrität wahren. Kommt der Irak. Dann hat er ein leichtes, mildes Lächeln auf dem und sagen, meinen Sie das ernst? Haben Sie schon mal was von territorialer Integrität gehört? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Wie war das denn im Kosovo? Wie war das denn im Irak? Wie war das denn in Libyen? Wie war das in Afghanistan? Wie ist das in Kuba bei den Amerikanern? Wie war das in der Grenada? Das hat die doch nie interessiert. Wenn dann eine ganze Friedensbewegung hier gerufen hat und gesagt, Hände weg, das dürft ihr nicht machen. Das Land dürft ihr nicht anrühren, da könnt ihr nicht euch einfach einmischen, schon gar nicht ohne UNO-Mandat. Haben die doch alle gesagt, was interessiert uns da die UNO? Wir haben da andere Aufgaben, die wir erledigen. Und wissen Sie, es gibt ja viele, die das bestreiten, gerade mit Kosovo, dass das eine Frage auch der territorialen Integrität Serbiens damals gewesen ist. Früher habe ich das dauernd vertreten, habe gesagt, das ist ein Vertragsbruch gewesen, dass man Kosovo hat selbstständig werden lassen. Und viele andere von den Linken haben da vielleicht auch noch zugestimmt. Inzwischen habe ich ja einen guten Bundesgenossen, der es am besten wissen muss. Nämlich Herr Schröder, der selber sagt, wir haben damals die territoriale Integrität nicht beachtet, wir haben doch selber das Völkerrecht verletzt. Also braucht man noch einen besseren, klassischeren Zeugen als den damaligen Kanzler? Ich kenne das Argument. In Kosovo hat ein Völkermord stattgefunden. Und das war nachher. Und es und war, das war auch kein Völkermord, sondern Herr Kollege, das war eine Vertreibung. Wenn ich ausreden darf, es waren unendlich viele Menschen umgebracht worden, Srebrenica und andere, Sie wissen das. Und es war der grüne Außenminister Ihrer Partei, Joschka Fischer, der, ich glaube, auf dem grünen Parteitag sich hingestellt hat und hat gesagt, wir dürfen kein zweites Auschwitz zulassen. Und deshalb ist der Kosovo ein anderes Thema. Milosevic war ein übler Kriegsverbrecher, der zu Recht nachher nach Den Haag ins Kriegsverbrechergefängnis gekommen ist. Ja, deshalb und muss man was Sie sagen, was Sie sagen zum Thema Irak, da haben Sie recht. Deshalb hat die Bundesregierung ja damals auch nicht mitgemacht, hat diesen Krieg nicht unterstützt. Ja, aber und die wenn, Amerikaner, wissen Sie, die sind da unglaubwürdig. Und wenn anderswo... Da sollen andere das Thema bringen. Die Deutschen sind da auch nicht besonders gut geeignet. Lassen Sie mich doch mal eben ausreden. Und wenn anderswo gegen solche internationalen Grundsätze, gegen das Völkerrecht verstoßen wurde, was ja richtig ist, was Sie sagen, zum Beispiel Irak. In Libyen drohte auch ein Massaker an der Bevölkerung in Benghazi. Auch da haben wir nicht mitgemacht als Bundesrepublik Deutschland. Dann ist das ja kein Argument dafür, wenn man sagt, andere haben auch was Schlimmes gemacht, dass es hier nicht gemacht werden darf. Wir haben in Europa eine Nachkriegsordnung, die sehr gut funktioniert, die darauf beruht, dass wir internationale Vereinbarungen, Verträge haben, eben über die Nichtverletzbarkeit von Grenzen. Wissen Sie, wenn heute Nacht jemand umgebracht wird in der Stadt, dann können Sie nicht sagen, ich bringe auch jemanden um, der macht es ja auch, der hat ja auch eine Straftat. Aber wenn die Russen sagen, wenn ihr meint, das ist so ein Heeresbezug, das ist Völkerrecht, das darf nicht gemacht werden, dann müssen wir das auch überall machen. Und wir sind absolut unglaubwürdig, wenn wir es selber woanders machen, wenn wir zulassen, dass woanders geschieht. Widersprechen wir gar nicht. Und noch ein Satz zu Kosovo. Das ist aber kein Argument, das zu legitimieren jetzt. Wollen Sie denn damit sagen, dass Putin das richtig gemacht hat? Nein, Putin hat das Völkerrecht gebrochen und Putin hat den Vertrag gebrochen von 1994. Das ist klar, da brauchen wir nicht drüber zu streiten. Nur, dass ausgerechnet jetzt die... zu deren normaler politischer Handlungsweise das gehört, das Völkerrecht in diesen Punkten zu brechen, territoriale Integrität mit Füßen zu treten, dass ausgerechnet die nun sagen, hör mal, du bist der Schlimmste der Welt, was machst du da im Augenblick? Das ist das Falsche. Da muss man andere hinschicken, die so eine Vergangenheit nicht haben. Und nochmal abschließend... Die Bundeskanzlerin ist da, glaube ich, unverdächtig. Nö. Nochmal anschließend, Kosovo, wir reden jetzt nochmal... Da war doch sie nicht Bundeskanzlerin. Einen Satz reden wir jetzt für Kosovo. Diese Vertreibung, Massenvertreibung, auch mit vielen Verbrechen, die dabei geschehen sind, die sind erst durchgeführt worden, nachdem Belgrad bombardiert worden ist. Nachdem das ganze Land dort, auch Fernsehstationen, Züge mit Personen, Personenzüge auf der Brücke bombardiert worden, von der NATO, Bomben damals auf Serbien, das war... Eine Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Es hilft doch nichts, Herr Ströbele. Lassen Sie mich den Einsatz noch sagen. Dann wurde ein Vertrag geschlossen, damals mit Milosevic, nach Ende dieses Krieges. Wir stationieren die NATO-Truppen, russische Truppen
im Kosovo, wissen Sie, was in dem Vertrag drin steht? Ausdrücklich, genauso wie in dem Vertrag zur Ukraine, fast wörtlich dasselbe, nämlich zur Wahrung der territorialen Integrität Serbiens. Ein Vertrag abgeschlossen. Und als überhaupt nichts von Völkermord in der Nähe war oder so, 5, 7 Jahre später oder 9 Jahre später, hat man dann plötzlich, obwohl die NATO-Truppen da immer noch stehen, diesen Vertrag gebrochen und hat das Kosovo sich loslösen lassen, hat nicht mal dagegen protestiert in Deutschland oder in Westeuropa, sondern fand das ganz in Ordnung. Es hilft Wenn wir nochmal zurückkommen zur Ukraine, Sie haben ja gerade gesagt, dass Sie auch sehen, dass die EU durchaus Fehler gemacht hat. Inwiefern war der Westen da zu diesem Zeitpunkt denn auch planlos, sage ich mal? Und wie könnten oder müssten Angebote an Russland denn letztendlich aussehen, um überhaupt in dieser Frage nun weiterzukommen? Russland ist eines der großen europäischen Länder. Russland gehört zu Europa, das ist ja gar keine Frage. Kulturell, historisch, soziologisch. Selbst da, wo es nicht in Europa Territorien hat, nämlich in Sibirien, sind es europäische Städte. Und wir haben ein Interesse, dass es europäische Städte bleiben, die Russen da vor 100 oder 200 Jahren gegründet haben. Wir müssen theoretisch jedenfalls eng mit Russland zusammenarbeiten. Wir brauchen eine enge Verflechtung. Und auch Russland hat ein Interesse, eine Modernisierungspartnerschaft einzugehen. Sie haben einen dramatischen Rückstand an Modernisierung. Sie können ja nicht mal mehr Autos bauen, die irgendeiner kaufen will in der Welt. Deshalb ist das, was Putin macht, jetzt eigentlich das Gegenteil von dem, was er machen müsste. Und ich bin für eine enge Verflechtung mit Russland. Nur zum Tanzen, zum Tango tanzen brauchen Sie zwei. Ja, und im Moment Sie jeden Tag mit neuen Sanktionen. Ich habe überhaupt nicht gedroht. Ja, im Moment. CDU, ich versuche nur, die Frage zu beantworten, die ja sachlich war. Ich versuche auch, die Frage sachlich zu beantworten. Nur wenn Putin zeigt, dass er an der internationalen Zusammenarbeit null Interesse hat. Er hat ja die Kanzlerin und Obama und andere belogen nach Strich und Faden. Er hat in dem Telefonat mit der Kanzlerin gesagt, wir werden nicht in die Krim einmarschieren. Wir werden die territoriale Integrität der Ukraine wahren. Er hat gesagt, in Telefonaten, wir werden die Truppen abbauen an der Westgrenze, unserer Grenze zur Ukraine. Das Gegenteil ist passiert. Das Vertrauen ist in hohem Maße beschädigt worden. Es ist doch mit Händen zu greifen, was dort passiert. Eine Unterwanderung, eine Infiltration, eine Destabilisierung. Es wäre ganz leicht für die Russen jetzt zu reagieren. Das haben wir ihnen 100-mal vorgeschlagen. Indem sie sagen, wir machen gemeinsam mit euch, mit dem Westen, stabilisieren wir die Ukraine und bauen sie auf gemeinsam. In unserem eigenen russischen Interesse. Wir verlangen Blockfreiheit der Ukraine und über alles andere reden wir, über die wirtschaftliche Zuordnung und. Das ist nicht ein einziges Anzeichen bisher gesehen worden, dass die Russen das wollen oder machen. Das wäre ein leichtes für sie, das zu tun. Ja, da hören Sie nicht zu. Also ich habe Äußerungen von Putin im Ohr, wo er sogar dem Westen jetzt vorgeworfen hat, ihr tut überhaupt nichts für die Ukraine, ihr redet nur groß, dass ihr die Ukraine unterstützen wollt. Aber ich bin der Einzige, oder sagen wir mal, Russland sind die Einzigen, die Milliarden jetzt dahin transferieren in die Krim. Und ihr sagt, ihr seid so gut Freund mit der Ukraine. Und er war vorher auch bereit, als das noch nicht so weit war, der Ukraine Milliarden zur Verfügung zu stellen. Ja. Also dann mal ran. Dann bauen wir die Ukraine auf, und dass sie eine solide Grundlage haben, dass sie vielleicht auch wieder Löhne zahlen können an ihre Beschäftigten, dass die Leute nicht deshalb völlig frustriert sind von der jetzigen Regierung. Bauen wir das mal auf und reden nicht nur mit Putin, sondern auch mit denen dort, die da wohnen, die Betroffenen. Das ist doch ein altes Prinzip von uns, dass die Betroffenen selber entscheiden sollen, wie wollen sie leben. Nee, mit denen redet keiner, außer jetzt über die Freilassung. Wir waren ja da, wir waren in Donetsk, Herr Ströbele, mit Steinmeier. Wir haben mit denen geredet und haben versucht, die Kontakte herzustellen. Ja, das ist ja prima. Also ja, dann setzen sich mal ständig hin und sagen, wie kriegen wir das friedlicher hin hier? Ich schlage Ihnen vor, Sie kommen mal mit. Noch mal darauf zurück, wenn Sie das so formulieren, dann klingt das so, als wäre es ganz einfach. Man müsste sich nur an einen Tisch setzen und schon wäre die Krise gelöst. Aber so wie es jetzt aussieht, ist es jetzt eine Spirale der Gewalt. Nein, aber jetzt spielt man ein ganz schreckliches Spiel. Man droht und droht immer wieder und immer neu. Und es gibt ja sogar schon Erklärungen aus Kiew, zum Beispiel, dass der Dritte Weltkrieg schon angefangen habe und Ähnliches. Wenn man damit weiterspielt, sind wir irgendwann wirklich da drin. Jetzt sind wir nicht im Krieg, aber ich sage, das ist unverantwortlich, da kann es Entwicklungen geben, die keiner mehr stoppen kann, weder Putin noch Obama.
Und daraus muss man Schluss machen. Muss ich jetzt hinsetzen? Natürlich sage ich nicht, dass die sagen, oh, jetzt kommt Gott sei Dank der Wellmann und der Ströbel sind da und jetzt machen wir das so oder so. Aber wenn Sie mitgeben? Nein, man muss mit denen versuchen, Kontakt, man muss sie an ihren Interessen greifen, man muss sagen, auch wir können hier euch unterstützen, auch eure Industrie ist marode, da können wir was helfen und machen so wir, weiter. Machen wir. Ja, das möchte ich mal sehen. Bisher wird nur gedroht, nein, immer wieder neuer Knüppel aus dem Sack geholt und gesagt, ihr kriegt und nächste Woche gibt es noch schlimmere Sanktionen. Nein, das ist der falsche Weg. Das stimmt ja nicht. Der Westen hat eher zurückhaltend reagiert. Wir haben von Anfang Haben Sie nicht gestern noch gedroht? Die Kanzlerin? Ich habe überhaupt nicht gedroht. Die Kanzlerin, Sie meine ich jetzt. Ja, alle. Wir haben gesagt, militärische Mittel, ein militärisches Eingreifen, obwohl Leute wie McCain das gefordert haben. Also wir müssen jetzt Waffen liefern und wir müssen da Truppen hinschicken, kommt nicht in Frage. Wir haben ja höchst diplomatisch, der Steinmeier hat sich ja die Nächte in Genf und anderswo um die Ohren geschlagen, um zu versuchen, einen politischen Prozess hinzukriegen. Das erkenne ich an. Also jetzt das so darzustellen, als sei der Westen der Aggressor. Und mit die armen Russen seien nur nicht verstanden worden. Und man müsse nur richtig mit denen reden. Ich rede doch gar nicht von den Russen. Sie reden immer nur von Russen. Ich rede von den Leuten, die da wohnen. Ja, davon rede ich auch. Deshalb sind wir auch da gewesen. Deshalb versuchen wir auch ständig da zu sein. Ja. Wir haben sogar einen Generalkonsul inzwischen in Donetsk und versuchen da. Aber bevor Sie Industrieprojekte aufstellen, bevor Sie das Geld aufbringen, dauert das mal in der Demokratie ein paar Wochen. Das ist nicht mit Fingerschnipsen mal eben zu machen, dass der Wohlstand da ausbricht. Auch nicht durch die EU. Wir müssen da stetig aufbauen. Wir müssen viel Geld reingeben. Wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Am Ende ist es, das haben uns die Menschen gesagt in der Ostukraine, eine soziale Frage. Die Frage, richtig. Die haben Hunger, die kriegen keinen Lohn mehr im Augenblick. Sage ich doch. Widerspreche Ihnen ja gar nicht. Müssen nicht reflexhaft immer widersprechen. Die soziale Frage heißt, dass die monatlich ihr volles Gehalt bekommen, dass Oma ihre volle Rente bekommt jeden Monat und Opa. Und 60, dass Stabilität herrscht. 80 Euro im Monat, und dass Stabilität herrscht, möglichst mehr. Und kein Chaos ist. Ja. So, und das herzustellen, geht am besten gemeinsam mit Russland. Ja. Nur, es gibt überhaupt keinen Ansatzpunkt, gemeinsam mit Russland das im Moment zu machen und zu sagen, also wir drohen nur und die armen Russen sitzen nur da und möchten Geld geben und die werden nicht verstanden. Auch. Die drohen auch. Ja, alle drohen. Beide Seiten. Die sind mal eben einmarschiert. Es, ja, ist, das nicht, ist, der es ist nicht der Westen, der in die Krim erobert hat. Es hat ist ja Russland. Keiner behauptet. Es ist Russland mit russischen. Russische Panzer haben erstmals wieder europäische Grenzen überrollt und sind einmarschiert. Das müsste Sie doch als Linker bei den die Grünen auf die Bäume schon treiben. Entschuldigung. Die waren da vorher, die hatten ihre Sevastopol, da. Ja. Die hatten nicht mal ihre Mannschaftsstärke dort ausgeschöpft, die vertraglich zugesichert war. Also dann können Sie genauso vorwerfen, dass hier amerikanische Panzer rumfahren. Also da gibt es eine vertragliche Grundlage. Ich habe lange nicht hier gesehen, Entschuldigung. Ja, da müssen Sie mal nach Rammstein fahren. Also wenn man sich die Situation in der Ukraine anguckt, auch wenn Sie sagten, dass man vielleicht da und da Lösungsansätze finden könnte, ist es ja so, dass sich im Moment da sehr wenig bewegt und sich die Seiten nur gegenseitig in irgendeiner Form drohen. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das Ganze sich sozusagen zu einer Art Flächenbrand ausbreitet? Ich spreche über Transnistrien und ähnliche Gebiete dort oder vielleicht sogar in Richtung Baltische Republiken. Wie groß ist die Gefahr? Solche Situationen haben immer die Gefahr, dass etwas außer Kontrolle gerät. Heute ist, glaube ich, der Bürgermeister von Charkow beschossen, angeschossen worden. Lebensgefährlich verletzt. Ja. Sowas droht immer. Der Falsche drückt auf den falschen Knopf und plötzlich geht irgendwas los. Deshalb hat sich die EU ja nicht irgendeine durchgeknallte deutsche Bundeskanzlerin, sondern alle innerhalb der EU und innerhalb der NATO haben gesagt, wir müssen nicht militärische Schranken versuchen zu setzen. Und sagen, wenn ihr das noch macht, dann gibt es Wirtschaftssanktionen. Das ist ja sozusagen das mildeste Mittel. Wir haben gesagt, wenn ihr kooperiert, dann sind die sofort weg, dann ist die Diskussion sofort weg. Übrigens, die schlimmsten Folgen sind schon eingetreten durch die bloße Ankündigung. Es ist ja noch gar nichts beschlossen worden, da irgendein paar Visasperren sind ausgesprochen worden gegenüber der dritten Reihe. Bisher ist ja gar nichts passiert worden, gleichwohl hat die Wirtschaft reagiert. Wenn allerdings NATO-Territorium berührt wurde, das ist dann in der Tat ein schwerwiegender Fall, dann gibt es eine militärische Auseinandersetzung. Das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Die baltischen Staaten sind Mitglied der NATO. Und wenn die Russen da so tollkühn sind, sich daran zu vergreifen, dann wird es richtig ärgerlich. Aber jetzt reden Sie doch nicht sowas herbei. Hat irgendeiner in Russland gesagt, jetzt gucken wir uns mal die baltischen Staaten an oder Polen oder irgend sowas. Das sehen darf Sie man. Die Möglichkeit eines Flächenbrandes in dieser Region? Flächenbrand kann es immer geben, wenn es dort wirklich Krieg gibt.
dann weiß ich nicht, wo das anfängt und wo das endet. Das kann nie jemand sagen. Die Gesetzmäßigkeit des Krieges ist eine eigene. Da können Sie weder vorher noch währenddessen versuchen, das festzulegen, so weit dürft ihr und ihr dürft Krieg führen, aber ihr nicht. Das können Sie nie durchhalten, können Sie nie kontrollieren. Nein, Sie drohen dauernd den Russen und dem Putin. Im Augenblick machen dort irgendwelche Milizen in der Ostukraine schlimme Sachen, wie zum Beispiel diese Festnahmen oder jetzt diese möglicherweise Schwerverletzung des Bürgermeisters dort. Und Sie gehen davon aus, dass die Russen mit dem nichts zu tun haben? Da müssen Sie erstmal belegen, dass das Herr Putin oder irgendein General aus Russland irgendwie organisiert. Wenn Sie den jetzt bedrohen mit allen möglichen Sachen. Sie müssen mal ins russische Fernsehen gucken. Hilft doch vielleicht mal. Die sagen doch nicht, wir haben das jetzt gestern da organisiert, dass die deutschen und die dänischen und schwedischen und polnischen Offiziere festgenommen worden sind, sondern nach meiner Kenntnis haben die gesagt, wir rufen die auf, die freizulassen. Nein. Doch. Lavrov hat versucht zu dealen und hat gesagt, wir würden uns einsetzen, wenn ihr, die Kiewer Regierung, auch irgendwelche inhaftierten Häftlinge freilasst, die die Separatisten waren. Sie müssen doch eins akzeptieren, Herr Ströbele. In Osteuropa gibt es Staaten, zum Teil kleinere Staaten wie die baltischen Staaten, die haben in ihrem historischen Gedächtnis noch eine Tatsache drin, dass sie sowohl von der Sowjetunion als auch von Nazi-Deutschland in wechselnden Zeiten in schlimmster Weise behandelt wurden. Die Balten sind zu Hunderttausenden, als die Sowjets da reinkamen. Vorher die Deutschen, die die ganzen Juden umgebracht haben, zu Hunderttausenden im Baltikum. Anschließend, die Balten selber auch, ja. Ja, das macht die Sache auch nicht besser. Nee. Anschließend die Sowjetunion, wo Hunderttausende von Balten verschleppt wurden nach Sibirien und umgekommen sind. Gehen Sie mal in Riga in das Museum der Verschleppten. Und dass die nervös reagieren, wenn sich sowas in nicht allzu weiter Entfernung tut, wenn wieder russische Panzer Grenzen überrollen. Das müssen wir verstehen. Und da können wir nicht sagen, ja, wir dürfen da nicht drohen jetzt. Und man weiß gar nicht, ob Putin hinter dem... Der hat sich ins Fernsehen gestellt und hat gesagt, er wüsste gar nicht, was das für Soldaten sind. Die haben sich im Supermarkt ihre Uniform gekauft. Die haben sich wahrscheinlich auch die Panzer und die Hubschrauber im Supermarkt gekauft und die Spezialwaffen, die sie hatten im Supermarkt. Und letzte Woche geht er hin und sagt, jawohl, es waren russische Soldaten auf der Krim. Er hat es zugestanden, dass es russische Soldaten waren. Ja, natürlich, und jetzt, die waren da stationiert. Nein, natürlich. Die waren auf dem Militärstützpunkt Sewastopol stationiert. Na, und da gibt es mehrere Militärstützpunkte. In der ganzen Ukraine, in Simferopol und woanders hatten die nichts zu suchen. Und jetzt zu sagen, plötzlich tauchen dieselben grünen Männchen wieder in der Ostukraine auf und sich hinzustellen, da hat Putin bestimmt nicht, gibt es keinerlei Belege, dass er was zu tun hat. Das ist naiv, ja. Mit Verlaub oder Propaganda. Ja, aber wissen Sie, das Schlimme ist, dass ich habe das von beiden Seiten den Eindruck, sowohl vom Westen als auch von Russland, dass man die Drohungen ausspricht, eigentlich nicht, um da was konkret zu erreichen, weil man weiß, kriegt man sowieso nichts dafür, dass Bestrafungsaktionen oder Ähnliches, das wirkt da im Augenblick sowieso nicht, sondern, und das haben Sie mir jetzt recht gegeben, man macht das, um andere zu besänftigen und sagen, guck mal, wir tun ja hier was. Aber solche Bedrohungen sind das allerletzte, was beruhigt und was zur Deeskalation der Lage richtig ist. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine Anfrage an die Bundesregierung gemacht, dass im Juli in der Ukraine NATO-Manöver durchgeführt oder Manöver der US-Streitkräfte mit der NATO, möglicherweise auch mit der Beteiligung der Bundeswehr. In einer solchen Situation, wie wir das hier haben, was Schlimmeres kann man doch eigentlich gar nicht anstellen. Also man muss doch versuchen, jetzt alles auf Distanz zu gehen und sagen, und jetzt reden wir und machen nicht solche Sachen, solche Provokationen. Nur weil das vielleicht den Ukrainern im Westen wieder suggeriert, dass der Westen sich ja um sie kümmert. Das ist völlig unverantwortlich, weil daraus können natürlich diese Feuer entstehen, die sie nachher nicht mehr löschen können. Sollten wir nicht, Herr Ströbele, aus der Geschichte lernen? Wir alle haben in der Schule gelernt 1938. Ich mache keinen Putin-Hitler-Vergleich. 1938, ich bin dabei. 1938 haben die westlichen Staaten, England, Frankreich, auch Amerika gesagt, naja, also der will noch das Sudetenland und die Tschechoslowakei damals. Also geben wir es ihm und dann ist er bestimmt ruhig. Diese Appeasement-Politik, die furchtbar schiefgegangen ist und die in den Zweiten Weltkrieg gemündet hat. Ich vergleiche nicht ausdrücklich Putin mit der damaligen Zeit, aber das ist doch die Lehre aus der Geschichte, sich hinzustellen jetzt
und zu sagen, man darf bloß nichts machen, ein bisschen gut zureden den grünen Männchen, dann also wird das Ganze schon gut, ist naiv. Ja, und so Appeasement sollte man an dieser Stelle testet doch aus, wie weitergeht. Appeasement sollte man auf der anderen Seite machen, wo Frau Timoschenko, deren Partei die führende Regierungspartei ist, sagt, sie will den Putin persönlich umlegen. Wir sind, wenn ich da mal kurz dazwischen, das ist unsere beste Freundin, die wird hier empfangen von der Kanzlerin. Nein. Wenn ich hier mal kurz dazwischen, wir sind nämlich am Ende der Sendung. Schade. Wir sehen, es führt nicht unbedingt zur Deeskalation, was dort stattfindet. Auch hier am Tisch war es sehr munter. Vielen Dank für die Diskussion und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wiedersehen. Vielen Dank.